Steinbock, herzlich willkommen in Steinbock zu deinem Wochenhoroskop 16. bis 22. Ihr glaubt das gar nicht, ja? Ich habe schon angefangen, die Legung zu machen und hatte vergessen, auf Play zu drücken. Also fangen wir die Legung nochmal an. Es heißt dann immer so, diese Aussage soll nicht an Steinbock getragen werden, warum auch immer, oder an diese Energie. Steinbock, es geht kommende Woche, die Zahl 34, kann die 3, die 4, die 43 sein oder die 7 sein. Okay, pass es an. Nächste Woche geht es darum, dass einige von euch eine Entwicklung leben dürfen, ein Event erleben dürfen, an einer Situation teilhaben dürfen, bewusst mit Augen, man sieht es, man glaubt es nicht, aber auch anhand von Träumen, anhand von Gedrüchen, anhand von Melodien wird man in eine andere Frequenz gebebt werden. Das heißt, kommende Woche heißt es, es kann ein Wunder passieren, ein Wunder wird sich zeigen, eine engelhafte Energie, eine Stimme vielleicht auch, der Klang von irgendwo, löst in dir eine Frequenz aus des Wunders, der Dankbarkeit, der Illusion, der Liebe, des Wow-Effektes, okay? Oftmals passiert das einfach nur im Unterbewusstsein, aber für die Menschen, die das real leben dürfen, herzlichen Glückwunsch, das ist ein einmaliges Erlebnis, okay? Kommende Woche geht es vor allen Dingen auch um das Vertrauen. Nächste Woche solltest du vorsichtig sein, alles was mit Thema Frauen zu tun hat, ob du Mann oder Frau bist. Traue nicht einer Frau, die dich schon öfters enttäuscht hat. Traue nicht einer Frau, die immer mal wieder Probleme in deinem Leben bereitet und auf einmal anfängt zuckersüß zu sein. Traue nicht einer Frau, die keine reine Weste hat, sondern die immer schon mal irgendeine Thematik in deinem Leben ausgelöst hat. Okay, vorsichtig. Du solltest hier auch anfangen, eine gesunde Strategie zu entwickeln gegenüber einer Frau, um hier eine Grenze zu ziehen. Guck mal, ja, wir haben eine Frau, die versucht, etwas darzustellen, was sie aber nicht ist. Und versucht auch immer wieder Menschen zu schaden für ihr eigenes Nutzen. Vorsichtig damit. Sei du nicht diese Frau, okay? Wenn du eine Frau bist. So. Nächste Woche in der Liebe geht es vor allen Dingen darum, die Partnerschaften können wieder anfangen, in einem Flow zu kommen, sich zu lieben, sich zu begehren, sich zu fühlen, sich zu riechen, sich zu wow, okay? Für die Partnerschaften, wo ihr sowieso schon auf dem Gipfel der Erfolge seid, der Liebe seid, weiter nach vorne. Nichtsdestotrotz haben wir auch mal eine kleine Auszeit, die wir uns von unserem Partner, von unserer Partnerin nehmen dürfen, emotional, physisch oder psychisch, und einfach mal eine Situation, einen Tag nur für sich selber verbringen, okay? Die Liebe nächste Woche wird keine große Veränderung für die Partner bringen. Für die Singles, für die Alleinerziehenden, für die Witwe, ältere Generation, die ihr lieben wollt, es kommt jemand immer näher. Steinbock, seit Monaten predige ich dir schon, ja, es kommt die Liebe, es kommt die Liebe. Aber ich sage dir auch immer wieder, wenn du nicht bereit bist, die Liebe in Empfang zu nehmen, auf allen Ebenen, nicht nur mit Worten, sondern auch auf Gefühlsebene, auch was heißt das, in einer Partnerschaft zu sein, ja? Was gebe ich, was opfere ich, okay? Was habe ich gelernt aus den Ex-Partnerschaften? Bin ich schon bereit? Wenn du dieses Kapitel nicht schließt, kann sich diese Energie anziehen, so viel wie sie will, aber es kommt zu nichts, okay? Zu nichts Festen vor allen Dingen. Vorsichtig damit. Steinbock, nächste Woche heißt es vor allen Dingen für die ältere Generation, öffne dich dem Leben, mache Sachen, die durchgeknallt sind, zieh dir bunte Socken an, ja? Lebe, mach ein anderes Parfüm drauf, schmink dich, wenn du keine Schminkemaus bist, okay? Tupier dir die Haare von mir aus, ja? Färb deine Glatze von mir aus, damit es aussieht, als ob du Haare hättest. Es ist mir Latte egal. Bring ein bisschen Farbe, Kreativität in die kommende Woche, weil ansonsten wird die Woche sehr stupide, sehr langweilig sein können, nur mit Konflikten, nur mit Unwohlsein, und das willst du nicht. Das heißt, Steinbock, es liegt einzig und allein an dir, ob du Farbe bestehst, ob du Farbe in dein Leben haben möchtest oder nicht. Auf der Arbeit kann es ein paar Manipulationen, ein paar Konflikte geben, okay? Ein paar Unsicherheiten können am Start sein, aber nichts, wo ich sage, Steinbock, das kriegst du nicht hin. Alles ist in einer Frequenz der Aufarbeitung, der Sinnlichkeit, der Anziehung, aber nicht der Erfüllung, sofern du nicht auf dem Putz haust. DWMUNOVFZRAGP. Die Zahl 23, 16, 25, 20, 30 können von Bedeutung sein, okay? Denk dran, Notfall-Express-Legungen am gleichen Tag, ruf mich an. Wenn ich einen Notfall spüre, kriegst du sofort einen Termin von mir, okay? Ansonsten 4 Termine für Oktober habe ich nur noch frei. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, alles ist erlaubt. Sonntag, 19 Uhr, Live-Check hier auf YouTube. Sei dabei, Steinbock, damit wir deine Fragen beantworten können. Geduld und Ruhe, ja, ist super geil, aber denk dran, Moralitäten und Konflikte, schwierige Situationen sollen auch angegangen werden, aber aus der Ruhe. Ich wünsche dir alles Liebe, Steinbock. Ich freue mich schon auf deinen Kommentar und wir hören uns. Bye.